Zu den Förderern des Deutschen Nachhaltigkeitspreises gehört in diesem Jahr auch BASF. Unter anderem ist Vorstandsmitglied Saori de Boer zu Gast und das Unternehmen ist Host eines Themenforums zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ich begrüße jetzt den Nachhaltigkeitsverantwortlichen des Hauses, Thorsten Pinkepank. Herzlich willkommen. Grüße Sie. Ressourcenschonung ist eine der wichtigsten Aufgaben der Transformation zu nachhaltigerem Wirtschaften und der Königsweg ist natürlich eine immer bessere, immer effizienter werdende Kreislaufwirtschaft, zu der Ihre Industrie insbesondere das chemische Recycling beiträgt. Welche Rolle könnte dieses Verfahren spielen in Zukunft und wie wichtig ist der Dialog mit den Stakeholdern dazu? Ja, vielen Dank. Es ist ein wichtiges Thema, Kreislaufwirtschaft, ein zentrales Thema, glaube ich sogar. Hier geht es beim Thema chemischem Recycling um Kunststoffe, also Plastik. Und das Ziel hier ist eigentlich, dass wir wieder hochwertige Produkte, hochwertige Kunststoffanwendungen herstellen können aus Kunststoffabfall. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ganz wichtige Aussage deswegen, weil es in keiner Konkurrenz zu anderen Ansätzen steht, also keine Konkurrenz zum, sagen wir mal, mechanischen Recycling beispielsweise hat, sondern wichtig ist hier, dass wir den vermischten Abfall, den wir ja meistens leider vorfinden, wieder einsetzen können, wieder umwandeln können und daraus wieder Produkte machen, die heute ja eigentlich nicht wegzudenken sind. Denken wir an Medizin, denken wir an andere Punkte, wo wir wirklich hochwertige Kunststoffeinsätze brauchen. Also ich glaube, entscheidend ist hier, dass wir eine Akzeptanz bekommen. Sie sprachen im Dialog mit Stakeholdern an, dass wir verstehen, wir brauchen, um das Thema Kreislaufwirtschaft beim Thema Kunststoffe sinnvoll anzugehen, im Prinzip jede Methode. Wir brauchen mechanisches Recycling. Wir brauchen alle Formen von anderem Recycling, aber eben auch das chemische, um eben aus diesem vielfältigen Kunststoffabfall wieder hochwertige Anwendungen zu machen. Wo ist die größte Hürde beim chemischen Recycling? Man wartet ja auf Durchbrüche und es gibt ja ganz viele Projekte, die mit unterschiedlichem Erfolg an die Sache herangehen. Wo ist die Schwierigkeit? Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, das technisch sinnvoll hinzukriegen und die Schwierigkeit ist auch darin, das jetzt in die Breite zu bekommen. Wir brauchen halt natürlich eine Skalierung, wie man so schön sagt, der Mengen. Wir fangen ja erst an mit Pilotanlagen. Das ist also eine technische Herausforderung. Aber eine Herausforderung liegt auch darin, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sagen, wir brauchen eine Akzeptanz auch für einen Massenbilanzansatz, der ja dahinter steht, dass man also Produkte zurechnen kann, die man einbringt hier aus regenerativen oder recycelten Öl, dass das dafür eine Akzeptanz hergestellt wird und dass das auch als Recycling anerkannt wird. Das ist hier ein entscheidender Faktor. Wollen wir den Blick ein bisschen weiten auf Ihr Nachhaltigkeitsengagement insgesamt? Der Konzern versteht sich als Vorreiter der Nachhaltigkeit in seiner Industrie, hat natürlich dabei die gesamte Lieferkette im Blick. Was sind in der Lieferkette die wichtigsten Möglichkeiten und die wichtigsten Maßnahmen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um hier Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man zunächst einmal an Lieferanten, wenn wir Lieferkette jetzt mal upstream, wie wir neudeutsch sagen, also nach Richtung Lieferkette nach oben denken, dass man Erwartungen formuliert, dass man ganz deutlich macht, was man von seinen Geschäftspartnern hier erwartet, als Grundlage quasi des Geschäftes. Und das ist auch bei uns so wie bei vielen anderen Firmen auch ein Supplier Code of Conduct, ein Lieferantenkodex, den wir basierend auf zum Beispiel UN Global Compact oder auch die Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte oder die ILO Kernarbeitsnormen formuliert haben. Das ist für uns erstmal eine grundlegende Aussage, dass wir sagen, ein verantwortliches Handeln bei Environmental Social Governance, ESG, die Fachleute kennen die Abkürzung ja, das ist für uns die Grundlage der Zusammenarbeit. Es kann aber nicht nur bei Erwartungsformulierungen bleiben, man muss natürlich auch konkret nachschauen, man muss nachfassen. Und hier ist ein zweiter Punkt wichtig, ich glaube, dass man hier im Sektor vorgeht, dass man nicht nur einzelne Firmen hier aktiv sieht, sondern dass man in der Tat eine konzertierte Aktion baut. Das ist wichtig, wir haben da vor einigen, vielen Jahren, muss man zwischen sagen, die Initiative Together for Sustainability mit einer Chemiefirma gegründet. Die machen, ich glaube, über 4.000 Bewertungen zurzeit pro Jahr von Lieferanten und das ist dann eine Bewertung. Das heißt, ein Audit von TFS ist ein Audit für alle Teilnehmer. Ist auch eine Erleichterung für die Geschäftspartner. Also das Thema Überprüfung ist wichtig, aber es kann auch nicht bei Überprüfungen bleiben, weil wir wollen ja Impact erreichen auf dem, also Wirkung erreichen der Lieferkette. Also ein dritter Schritt muss natürlich kommen mit Trainings. Wir brauchen also nicht nur Überwachung und Überprüfung, sondern wir müssen auch Lieferanten schulen, trainieren. Das geschieht in Hunderten oder Tausenden von Fällen. Ich will mal ein Beispiel machen. Wir haben in Südostasien, ich glaube konkret auf den Philippinen,
Kokosnussölbauern trainiert. Wie können Sie zertifizierte Ware anbieten? Wie können Sie in Richtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit zertifizierte Ware anbieten? Das hat bei denen zu, ich glaube, über 40% auch an mehr Einkommen geführt. Das heißt also, konkret geht es nicht nur um Erwartungen, Überprüfung, sondern auch um Training. Also, ich möchte noch eins ergänzen. In vielen Fällen geht es auch aber um Technik. Und wie kann man clever Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen? Wir alle diskutieren sehr stark das Thema Elektromobilität, Batterien. Aber allen ist klar, Batterien, Lieferkette, da gibt es Herausforderungen. Wir denken an Kongo, Kinderarbeit, furchtbare Zustände, kann nicht so bleiben. Deswegen haben wir auch hier wieder, und das ist eine dritte vielleicht Botschaft, mit anderen zusammen, Multi-Stakeholder, etwas aufgebaut, das sich Global Battery Alliance nennt. Ein Kernaspekt dafür, ein Kernprodukt wird sein, ein globaler Batteriepass. Ein Passport, Battery Passport, ein digitaler Zwilling quasi der Batterie, der mir dann sagt, wo kommt das Material her? Wie sieht es aus mit den Greenhouse Gas Emissions? Wie sieht es auch aus mit Recyclability, wieder Stichwort Circular Economy? Diese Gesamtpakete macht es aus, was man als verantwortender Lieferkette, als Firma erreichen kann. Sie haben den Nachhaltigkeitspreis einmal gewonnen, vor einigen Jahren, vor 4, 5 Jahren. Und mich hat damals sehr beeindruckt, dass Sie Ihre Produkte, ich glaube 60.000 unterschiedliche Produkte, einzeln quasi angeschaut haben und immer die Frage gestellt haben, was können wir besser machen in der Herstellung des Produktes und wie kann dieses Produkt dazu beitragen, den Kunden in die Lage zu versetzen, noch nachhaltiger zu agieren. Habe ich das richtig verstanden damals? Herr Schulz-Hausmann, das haben Sie richtig verstanden. Die Frage war eigentlich im Kern, nachdem wir viele Jahre Nachhaltigkeit über Lebenszyklusanalysen etc. aus der Verantwortlichkeit diskutiert und auch quantifiziert haben, immer die Frage auch letztlich vom Vorstand, zeigt mir, dass es sich rechnet. Zeigt mir, dass auch die ökonomische Seite funktioniert. Zeigt mir, dass es auch kaufmännisch sinnvoll ist. Das war der Ursprung von unserem Triple S, wie wir intern sagen, oder Sustainable Solution Steering Methode, dass wir in der Tat die 60.000 rund Produktanwendungen der BASF durchgegangen sind, mit Mitarbeitern zusammen aus Forschung, aus Marketing, aus Nachhaltigkeit unter anderem, um nach Nachhaltigkeitskriterien entlang der ökologischen, sozialen und ökonomischen Logik, die Produkte zu bewerten. Und zwar in ihrer Anwendung zu bewerten. Das kann ja unterschiedlich sein. Produkte können bei uns in unterschiedlichen Anwendungen sein. Und dann haben wir im Prinzip 4 Kategorien gebildet. Einerseits, die nennen wir Accelerator, diejenigen, die besonders nachhaltige Lösungen für unsere Kunden herausstellen. Dann die, wie nennen sie, Performer, die im Prinzip nach allen, sag ich mal, Kriterien nachhaltig arbeiten oder auch leisten, aber nicht eine besondere Leistung herausstellen. Dann Transformer, wo wir sagen, naja, da ist ein Thema, wir müssen da was tun. Es gibt auch schon einen Aktionsplan, was da getan wird. Und das sagen wir auch. Wir haben Challenge-Produkte, wo wir sagen, so kann es nicht bleiben. Die brauchen einen Aktionsplan oder müssen ersetzt werden. Spätestens 5 Jahre nach Kenntnisgabe, dass es Challenge ist, müssen sie vom Markt genommen werden. Also damit ist es auch nicht nur eine Analyse, nicht nur eine Transparenz, sondern auch eine Steuerung. Und wir können unseren Produkten ein Label geben und unseren Kunden damit helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das grenzt ja fast an Unternehmensberatung im Grunde. Sie verkaufen mit Ihrem Produkt zusammen auch noch eine Methode für den Kunden zu überprüfen, was ihm dieses Produkt nutzt. Nun, es ist vielleicht für mich weniger Beratung, für mich ist das eigentlich der Kern dessen, was Nachhaltigkeit ausmacht. Wir müssen verstehen, Nachhaltigkeit und Wirtschaften, das sind nicht 2 verschiedene Dinge. Das ist eine Seite, das sind 2 Seiten einer Medaille sozusagen. Das ist aber eine Seite, wie man denken muss. Deswegen, man muss in Partnerschaften, man muss in Lieferketten denken, weil keine Nachhaltigkeitsherausforderung, jedenfalls fällt mir kaum eine ein, die in einer Lieferkettenabschnitt, in einem Value Chain Abschnitt geleistet werden kann. Deswegen ist es für mich einfach nur ganz logisch. Das ist einfach ein Zeichen von guter Unternehmensführung, dass man auch Nachhaltigkeit da einbaut. Herr Pinkelbank, wir wissen ein bisschen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Gespräch heute. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Dankeschön, gerne.